Unboxing. Wir haben hier Digital Camera Edition natürlich noch schön drin eingepackt, heute geliefert worden. Boah, die Kamera ist echt verdammt niedrig. Mhm. Ich muss mich ein bisschen höher stellen. Komm schon, geh höher. Ach, das ist schon hoch, so hoch wie es geht. Ja, ich stelle mir das hier drunter gleich. Kein Plan, muss so reichen. Ich muss ein bisschen in die Hocke gehen. Gut, heute angekommen, gut bestellt, um 8 Uhr als rauskam. Okay. Auf den ersten Blick wirkt das nice. Saru steht hier neben mir. Habataitala, modolanai toite. Kann ich auch mal kurz rein? Servus. Und, oh, okay, wir haben ja einen Gutscheincode dazu bekommen. Wie nimmt's? A4 für 2, 5 für 100. Gönnt euch diese geile Box. Geil, oder? Ja. Boah. Das ist so richtig sick. Das kommt hin. Boah, das sind echt nice Boxen. Das ist ein. Gefällt mir mehr als die Winter. Gefällt mir, aber. Ich muss mal kurz was holen. Direkt zum direkten Vergleich. Ist das auch. No, God! No, God, please, no! 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 Ich wollte gerade meinen 2-Jahres-Box suchen, aber ich blende euch jetzt einfach mal hier ein Bild ein. Gut, öffnen wir das gute Stück immer. Okay, der Shaker ist schon, Gott verdammt, nice. Guckt euch den mal an. So Silber und dann steht Digital Camo drauf. Komm, hol die Edition da raus. So, da heißt die Edition. Ich glaub, schön hier, wie immer, um die. Das Geile ist, ich sammle eigentlich von Spielen Collector Editions, aber. Und hier sind zwei Beispiele. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. Stop. Das hier ist eine Collector-Box von Leveler. Kann auch nicht schaden. Ich glaube, das stehen mit einfach mal wieder. Leute, das ist richtig wild. Nur 3,7 Gramm Zucker, das ist unter 4 Gramm, das ist selten. Wir werden es aber nicht direkt aus dem Shake trinken, obwohl. Er sieht eigentlich. Okay. Ja, das ist eigentlich kein Zucker-Shaker. Ja, kann man halt leider nicht durchlinsen, egal. Ja, deshalb haben wir uns. Ich habe schon durchsichtig vorbereitet. Oh, willst du das machen? Jetzt bist du da ganz sicher? Ja, ich bin da ganz sicher, dass ich das machen will. Nee, scheiße, jetzt doch. Ding. No, das Ding God! Gut, der. No, God, please, no! Achso, der no! ist sowas. No! So. No! Der Profi am Werk. Ach, Digga, du hast so krass reingeschissen. Mann, Digga. Kannst du mir mal das Messer geben vom. Das brauchst du nicht. Doch! Nee, nee, mit genug Gewalt geht's doch. Nee. Doch, geht wirklich nicht. Okay, Leute, wir haben definitiv. So sollte man die Boxen nicht aufmachen. Sehr, sehr clean, muss ich schon sagen. Oder gar. Vielleicht im Auftritt. Jetzt gönnt euch das. Aber warte mal. Bitte mach ich das, was gerade reingefällt. Nee. Jetzt bin ich gut. Ich habe schon mit dem falschen Bein aufgeschnappt, danke. Oh. Du hast komplett reingeschissen. Oh, der hat alles hier. Oh nein. Oh nein, guck dich das nochmal an. Der wollte schon. Okay, ich will. Boah. Let me schnupper. Recht wild. Oh, irgendwie komplett wild. Riecht irgendwie nach einem Fantasy-Geschmack. Ja, ist auch ein Fantasy-Geschmack. So flüssig. Komm, hier ist noch so ein Teil reingedruckt. Egal. Was dann musst du? Kein Scoop. Klar. Ach, guck mal, das ganze unten drin. Ganz unten ist der Scoop verrammt. Digga. Wie groß wollen die den Scoop denn noch machen? Guck mal, die Farbe, Leute. Weiß. Digga, ist das nochmal ein größerer Scoop? Warte, was ist das mal für ein Geschmack? Das ist das silberne Himbeere. Ja, erinnere mich irgendwie an diese silbernen Himbeerbonbons. Die wir alle schon mal gegessen haben. Ist so. Nee, warte mal, das muss ich jetzt kurz rausfinden. Warte. Leute, merkt euch ein Scoop nie mehr. Mach mal wieder runter. So. In der Triple Green habe ich schon mal den neueren Scoop hier bekommen. Das ist der alte, das ist der neue. Guck mal, die haben sich nochmal komplett verändert. Der ist doch viel größer geworden. Der ist nicht größer unbedingt, weil der das auch kriegt, weißt du? So, Leute. Ein Scoop, perfekte Menge, nie mehr. Sonst ist nicht gut. Wisst ihr, auch Geschmack nicht so geil. Wie ist das? Gehäuft ist auch keine gute Idee. Dann reicht es nicht für 40 Personen. Person?
Portion. Brauch ich und unter ein Scoop, das ist auch sehr, sehr gut. Schmeckt zwar nichts, ist aber mehr drin. So mache ich nochmal gefunden, Shaker. Müsst ihr schon zwei Portionen machen. Gut, das hier ist mein Gratis-Shaker. Ich stelle mal kurz zu viel Green hier. Das ist der Gratis-Shaker übrigens. Ja, aber ich bekomme es nicht, aber. Hä, hey, aber Patti. Ja, was? Egal. Der ist durchsichtig. Ja, aber trotzdem. Was trotzdem? Keine Ahnung. Mach einfach. Warte kurz. Eins gut, nie mehr. Warte. Ein Scoop nie mehr. Schön glatt gestrichen. Manchmal weniger. Scheiße, manchmal weniger. Doch. So gut. Achtung. Ich hab noch die Farbe gestoppt. Oh, Durchfall. Sieht wirklich irgendwie nicht ganz flüssig aus. Der Egasel bleibt dafür durchsichtig. Tatsache, das ist. Ach du Scheiße, das ist die hässlichste Farbe, die ich mal gesehen habe. Oh, boah, ich glaube, es war schon gut, dass sie den Shaker genommen haben. Ja, wo man nicht durchlinsen kann. Boah, das ist White Edition, Alter. Ja, das ist. Guck mal, das ist doch kein. Ja, das sieht aus wie so Spülwasser. Also wirklich, man sollte dafür wirklich aus diesem Shaker trinken. Ja, das lookt halt wirklich so wie Spülwasser einfach so. Also die letzte große Fantasy Edition, die ich getrunken habe, die große, in der großen Box, war die 2-Jahres-Edition. Und die war so unnormal. Verkackt Scheiße. Ja, okay, Passi, du übertreibst aber auch ein bisschen. Ne? Ich also so verkackt Scheiße war es jetzt auch nicht. Doch, ich mochte die gar nicht. Boah, das ist echt schön. Die Schmecker sind unterschiedlich, außer bei Sauergummi, warum das hast du alle? Ja. Außer Paul ist ein Mensch. Paul, wenn du das Video siehst, fick dich. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Blende es so ein bisschen aus, weil sonst gibt es keine Monetarisierung und kein Geld. So, okay. Gutes Geld. Ja, hier unten sind immer noch kleine Stückchen drin. Das sind keine Stückchen. Doch. Man sieht hier manchmal einfach so ein paar Stückchen rum. Hä, lol. Okay. Ich glaube, wir verkaufen das wieder. Ist nicht gut. Doch, doch, jetzt sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Boah, ich bin echt gespannt hier drauf. Es sieht echt so dann aus. Nicht mal. Was ist das denn? Also da drunter war nur ein Gutscheincode. Achtung. Ja, das kommt auf der Rückseite. Ne? Alter, der sieht auch schon wild aus. Der ist mit 5 für 100 und 50. Bei dir ist auch noch so ein Code. Ne? Den würde ich. Den Fehler mache ich nicht. Aber sieht, guck mal, hier kann man auch irgendwas. Boah, also jetzt riecht es verdammt wild. Erinnert mich an dieses. Spaß. Ja, komm, Sip. Ich will auch Sippen. Ja, also. Der tote Johnny und die singende Ellie und durch den Hintergrund. Einmal. Ich will dich extra nicht sippen lassen. Einmal fett. Oh ja, ja. Kennt ihr nochmal? Ich finde eigentlich ganz geil, also. Wie gefällt dir? Ist echt. Was ist deine Meinung dazu? Erinnert mich irgendwie. Ja, das erinnert mich an irgendeine Süßigkeit. Bin mir nicht sicher. Also aber es erinnert mich auch an irgendwas, aber irgendwie. Ich find's nicht so geil. Also ich finde das gut. Du findest das gut? Ja, ich finde das ein Scoop nie mehr. Wie ist das so? Strange. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist auch nicht so gut, meiner Meinung nach. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, jeder hat Geschmack so. Ja, also, das. Ich finde es auch nicht so, ein extrem guter Geschmack, aber man kann den schon trinken. Also, klar kann man es trinken. Ist jetzt nicht so wie Sour Gummy Worm oder wie eine Galaxy Edition, kommt denn was Süßes. Mhm. Finde ich gut. Ich kann ich mal die Box genauer zeigen? Heißt hier immer so schön. Da haben wir die schon genau gezeigt. Nö, nicht ganz genau. Wir haben hier einmal schönes Level Up Logo in
Box ist wunderschön. Für die Box hat es sich allein schon gelohnt, für den Shaker. Ja. Hier hinten ist ja. Über den Geschmack kann man sich streiten, aber der Rest ist uns eigentlich ganz geil. Ja, also. Das ist halt eigentlich so eine Standard-Level-Up-Box und Limited Collectors Box ist halt immer nice. Wir brauchen halt, weil wir Fans in jeder Edition sind. Das ist halt das Ding. Leiser. Ja, ich habe mir nochmal was bestellt und das kommt jetzt auch was denn? Anfang der Woche an. Dass da haben wir eine Sorte, die werden wir nicht testen, in dem Video, weil wir schon mal in einem anderen Video getestet haben. Und zwar Blue Crush, haben wir nochmal Pink Crush und Jungle Juice drin. Ich freue mich mega auf das nächste Paket. Und ja, damit würde ich eigentlich sagen, sind wir noch ein kleines Level-Unboxing mit einer soliden Edition. Ganz gut rumgekommen und der Shaker ist halt recht basic, also der gefällt, der ist so basic, aber der gefällt mir auch, der hat halt irgendwas an sich. Ja, halt, dass man nicht durchschauen kann, damit man diese Farbe nicht sieht. Ja, also hier haben wir schon das... Stark Pasi. Oder Rexifi. Block and Shaker lassen fallen. Hallo, Kamera. Ja, mit mich. Oh, ich glaube, ich kann es schaffen. Da hat es auf das Level-Up-Logo nochmal in Digital Camo geschrieben. Also. Mein Fazit. Interessante Sorte. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ist wirklich lustig und angenehmer zu trinken, weil es ist halt irgendwie so was anderes. Also, die anderen Geschmäcker sind halt eher so basic, sowas wie. Hier, Triple Green, Kiwi, Limette, Apfel und dann irgendwas, silberne Himbeere. Ja. Ist halt irgendwie was anderes mal, aber man kann es zwar nicht trinken. Ja, silberne Himbeere, blaue Himbeere, Himbeere, die haben alle schon was gebraucht. Ja, ja. Ich hätte die Himbeere. Ja, also, kann man auch verstehen. Himbeere ist eigentlich ganz geil. Gut. Ich hab Geld verdient, als ich die Level Up geunboxed hab. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Bro,